Diese Sneak. Thank you. Thank you, God. Thank you, everybody. Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute geht es um die Oscarverleihung 2017 und wir prognostizieren mal, was wir glauben, wer gewinnen wird. Also bleibt dran. Wir starten mit Kategorie Nummer 1 und zwar als erstes wird verliehen der Oscar für das beste Originaldrehbuch. Die Nominierung werdet ihr irgendwo hier eingeblendet sehen. Und genau, was denkst du denn, wer den Oscar für das Originaldrehbuch kriegen wird? Ich tippe auf Damien Chazelle mit La La Land und ich glaube, dass da einfach das Drehbuch so harmoniert hat, deswegen tippe ich halt einfach auf ihn. Okay, also La La Land ist, glaube ich, der absolute Favorit für die Oscars, aber ich glaube, in dieser Kategorie wird ihn ein anderer bekommen. Und zwar, mein Gefühl sagt mir, dass, wie heißt der, Kenneth Lonergan von Manchester by the Sea den Oscar einräumen wird. Weil diese Stimmung und alles, diese ganzen Szenen, die sind unglaublich bedrückend und gut erzählt. Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, bestes adaptiertes Drehbuch. Wer glaubst du, wer da dort das Rennen machen wird? Also das war schwierig, weil hier musste ich überlegen, also ob ich den wähle, wo ich denke, dass er auf jeden Fall den Oscar kriegt oder meinen Favoriten. Und ich habe mich für meinen Favoriten entschieden und zwar, das ist Arrival. Weil ich schon, also auch in unserem Best of 2016 gesagt habe, dass bei dem Film mir vor allen Dingen das Drehbuch unglaublich gut gefallen hat. Und das habe ich bei den anderen Filmen nicht so explizit erwähnt. Deswegen würde ich sagen, also mein persönlicher Favorit wäre Arrival. Könnte ich mich anschließen, finde auch auf jeden Fall ein sehr gutes Drehbuch. Sage aber auch noch, dass auf jeden Fall zwei weitere Leute da gut mitmischen würden und gute Chancen haben. Deswegen nenne ich die einfach. Ich tippe aber auch auf Arrival. Doch Hidden Figures von Fyodor Melfi und Alison Schroeder ist auf jeden Fall noch im engeren Kreis zu sehen. Und ich sage auch, Barry Jenkins für Moonlight wird da auch ein Wörtchen mitreden. Ich glaube, die drei werden es dann unter sich ausmachen. Genau, als nächste dritte Kategorie wird der Oscar verliehen an die beste Nebendarstellerin. Da kommt schon die erste interessante Kategorie. Aber habe ich einen ganz klaren Favoriten. Ganz klaren. Oh, da war ich zwischen zwei am Schwanken. Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Viola Davis das machen wird in Fences, weil sie von den Leuten, die nominiert sind, einfach am meisten herausgestochen ist. Also ich habe auch mich am Ende für Viola Davis entschieden, weil sie eine unfassbar gute, starke Szene in Fences hatte, die einfach, an die ich mich am krassesten erinnere von allen Nebendarstellerinnen, die nominiert sind. Aber ich habe auch etwas überlegt, ob es vielleicht nicht Naomi Harris ist von Moonlight, weil ich auch fand, dass sie so richtig krass gut gespielt hat. Aber stärkere Szenen hatte doch Viola Davis. Nächste Kategorie ist dann bestes Kostümdesign. Dort würde ich auch La La Land vorne sehen, weil man sich wirklich so gefühlt hat, als wäre es in einer anderen Zeit, obwohl es ja eigentlich 2016 spielt. Das ist halt irgendwie so sehr gut inszeniert gewesen. Ja, ich fand auch gut in La La Land, dass man immer dachte, okay, es spielt irgendwie in der früheren Zeit. Aber dabei war es auch in der gleichen Zeit, das war sehr gut gemacht. Aber ich war ja auch in Fantastische Tierwesen. Da konnten sich halt die Kostümdesigner viel mehr ausleben und austoben. Und da gab es einfach viel mehr Variationen und unterschiedliche Kostüme. Und ich fand den Film an sich nicht gut. Aber wenn es um die Kostüme geht, kann ich mir vorstellen, dass dieser Film den Oscar einheimst. Kommen wir zu Kategorie Nummer 5. Und das ist bestes Szenenbild. Da war ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, dass auf jeden Fall wird La La Land einheimsen. Ja, es ist einfach so eine schöne Welt, in die man eintaucht und an die man sich auch gerne erinnert. Deswegen würde ich sagen, bestes Szenenbild geht an La La Land. Auf jeden Fall, La La Land macht das Rennen. Ich will gar nicht mehr dazu sagen. Punkt. Dann machen wir noch kurz als nächste Kategorie bestes Make-up, Hairstyling. Dort hat gewonnen, in meinen Augen, Alessandro Bertolassi für Suicide Squad. Ja, glaube ich auch. Ja, ist halt einfach übergeil, wie einige geschminkt sind. Also. Oder Make-up, ja, Hairstyling, war schon dann geil. Kommt der Oscar für die beste Kamera. Ich würde sagen, hier, das fand ich auch schwierig, aber ich würde es Moonlight geben. Weil bei Moonlight dann doch die Kameraperspektiven teilweise echt gut gemacht waren und besonders waren. Also, dass wir auch drüber gesprochen haben und dass uns das besonders aufgefallen ist. Deswegen würde ich sagen,
Moonlight macht das Rennen und La La Land diesmal nicht. Ich sehe zwei andere Filme weiter vorne, unter anderem La La Land wieder, weil halt da viele One-Takes sehr gut arrangiert sind. Und auch Arrival fand ich deutlich besser nochmal, weil man da immer sehr spät herausfinden konnte, wo die Kamera damit hin wollte. Also die Wegführung war halt einfach sehr wichtig für den Film der Kamera und dementsprechend würde ich da die beiden weiter vorne sehen, aber ich tippe auf La La Land. Okay, die nächste Kategorie ist dann bester Schnitt. Ich glaube, dass dort das Rennen machen wird Moonlight und nicht La La Land diesmal. Also ich sehe es hier genau andersrum. Ich habe ja gerade eben schon erklärt, dass Moonlight auf jeden Fall auch eine sehr gute Kamera hatte, aber ich glaube, was da halt viel wichtiger war, wie es halt zusammengeschnitten ist. Deswegen glaube ich, dass da Moonlight diesmal das Rennen macht. Okay, da habe ich einen ganz anderen Film. Ich glaube, dass Hacksaw Ridge ziemlich weit vorne ist, was das angeht, weil wenn du einen Film hast, der so viel Krieg zeigt, dann musst du, glaube ich, sehr gut schneiden und die Szenen aneinander fügen, dass es irgendwie für den Zuschauer interessant ist und dass man immer noch dranbleibt und nicht irgendwann abschweift. Und bei Hacksaw Ridge war das so gut gemacht, dass ich sagen würde, Hacksaw Ridge macht das Rennen. Möglich. In der nächsten Kategorie bester Tonschnitt sehe ich das nämlich ähnlich wie du. Da habe ich Hacksaw Ridge vorne, weil ich glaube, dass das eigentlich das größere Argument in dem Film war. Weil normalerweise ist mir das dann immer extrem zu laut, nur irgendwelche Explosionen und sowas. Aber es war wirklich sehr gut inszeniert, dass mir das nicht auf die Nerven ging und ich mich daran amüsiert habe, wie das passiert ist. Also wie bei bester Schnitt habe ich auch Hacksaw Ridge bei bester Tonschnitt, weil ich das einfach besonders gut gemacht fand. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Tonschnitt, Hacksaw Ridge. Bester Ton habe ich auch Hacksaw Ridge. Auch. Also bester Tonschnitten, bester Ton finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber meistens werden, meistens werden da immer zwei andere gewählt. Also Hacksaw Ridge wäre auch jetzt meine Vermutung. Ja. Deswegen habe ich auch Hacksaw Ridge. Da. So, die nächste Kategorie. Besten visuelle Effekte habe ich Stefan Geretti für Doctor Strange. Auf jeden Fall der Film, der mich mit den visuellen Effekten am besten gecatcht hat. Da gab es wirklich 3-4 Szenen, die sind mir so überhaupt nicht aus dem Kopf gegangen. Ja, und deswegen würde ich Doctor Strange definitiv da ganz weit vorne sehen. Habe ich auch überlegt, fand Doctor Strange auch besonders gut, was die Effekte anging. Aber habe mich dann doch fürs Dschungelbuch entschieden, weil es einfach so schön und gut gemacht ist. Die ganzen Animationen, es hat mir echt gut gefallen, die ganzen Effekte. Und deswegen würde ich den Oscar an das Dschungelbuch geben, beziehungsweise an Roberto Legato. Ich weiß nicht, warum ich es italienisch ausspreche, vielleicht ist er gar kein Italiener, aber ihm würde ich den Oscar geben. Okay, die nächsten Kategorien wären bester Kurzfilm, bester animierter Kurzfilm. Da wir nichts gesehen haben, überspringen wir das. Yes. Sind dann bei bester animierter Spielfilm als nächstes. Ganz klar, mein absoluter Favorit, Zoomania. Brauch gar nicht weiter dazu eingehen. Ich habe mich kaputt gelacht, war geil, war super. Ja, Zoomania war ja mein Lieblingsfilm im letzten Jahr und deswegen auf jeden Fall würde ich Zoomania den Oscar geben. Kommen wir zur Kategorie bester Nebendarsteller. Und hier wird es jetzt wieder interessant. Jetzt bin ich mal gespannt, was du da gewählt hast. Ich habe gewählt Michael Shannon für Nocturnal Animals. Einfach, weil das die herausstechendste Nebenrolle war, so in meinen Augen. Von den 5 war es der Charakter, der einfach in meinem Kopf am meisten hängen geblieben ist. Es ist einfach so gut, wie er jemanden darstellt, der einfach böse ist. Also ich habe auch Michael Shannon gewählt in Nocturnal Animals, weil mir diese Nebenrolle am meisten im Kopf geblieben ist. Okay, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Bester fremdsprachiger Film. Auch dort habe ich einen Film ganz weit vorne gesehen. Das ist natürlich auch der einzige, den ich in der Kategorie gesehen habe. es war Ein Mann namens Ove und dieser Film hat mich so amüsiert, dass ich mir wünschen würde, er würde gewinnen. Also ich habe in der Kategorie 2 Filme gesehen, Toni Erdmann und Ein Mann namens Ove. Und da ich anscheinend der einzige Mensch auf dieser Welt bin, der Toni Erdmann fürchterlich schrecklich findet, würde ich den Oscar Ein Mann namens Ove geben, weil ich den Film super toll fand und schön und traurig und ja. Kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist bester Titelsong. Was ist hier dein Favorit? City of Stars. La La Land, auf jeden Fall. Ja. In den Ohren geblieben. Das Getreller nach dem Film kriegst du einfach nicht aus dem Kopf, ist wirklich sehr gut. Ja, ich würde auch hier mit City of Stars gehen und nicht mit Audition, obwohl der Song auch mega gut ist. Aber City of Stars ist nochmal ein Ticken geil. Springen wir direkt zur nächsten Kategorie, beste Filmmusik.
Auch hier sehe ich dann La La Land dementsprechend vorne. Ja, er hat zwei Songs als bester Titelsong nominiert und ist halt auch ein Musical dementsprechend. Genau. Also wenn nicht dieser Film, dann macht es auch keinen Sinn. Also hier würde ich auch zu 100% drauf tippen, dass La La Land den Oscar da kriegt. Also wenn La La Land da nicht einen Oscar bekommt, größte Überraschung. So, ab zur nächsten Kategorie. Beste Regie. Oh ja. Das reimt sich sogar. Jetzt geht's langsam so richtig ins Eingemachte. Ganz klar. Wieder La La Land. Ich bin absolut überzeugt, dass dieser Film einfach Rekorde brechen wird. Damien Chazelle, La La Land, beste Regie. Also ob er jetzt Rekorde brechen wird, weiß ich nicht, aber beste Regie geht auf jeden Fall an La La Land. Da würde ich auch alles drauf wetten und tippen, weil dieser Film einfach so gut gemacht ist. Also diese Komposition aus Kamera, Licht, Kostüm und dann Regie, was für mich eigentlich so alles miteinander verbindet, ist einfach perfekt inszeniert. La La Land hat hier definitiv den Oscar verdient. Okay, jetzt kommen wir zur besten Hauptdarstellerin. Hier haben wir ein kleines Problemchen. Ich würde es mal so benennen. Wir haben nur einen Film gesehen von den ganzen Nominierungen. Aber den Film, den wir gesehen haben, hat es ganz schön in sich. Vor allen Dingen, was auch die Hauptdarstellerin angeht. Natürlich reden wir von La La Land. Emma Stone war einfach unglaublich toll in diesem Film. Also absolut brillant und ich bin mir auch enorm sicher. Sie war gut, sie war sehr gut, sie war sehr gut. Aber ich habe von vielen gehört, dass Isabelle Huppert in Elle einfach auch sehr, sehr gut gespielt haben soll. Die nächste Kategorie, das ist wahrscheinlich die Königsdisziplin, nämlich bester Hauptdarsteller. Bitte. Dort sehe ich ganz klar vorne Ryan Gosling, La La Land. Um das zu veranschaulichen, wenn Emma Stone schon sehr gut war und sie den Oscar kriegt, dann ist Ryan Gosling einfach nochmal drüber hinaus, weil der Typ einfach das in dem Film nochmal ein anderes Level bringt. So, er bringt diese Coolness. Er ist so geil, dass ich gerne er wäre in dem Film. Also es ist halt wirklich so gut gespielt. Ryan Gosling war schon richtig cool in La La Land. Ich fand seine Rolle, er hat sie unfassbar cool gespielt. Egal welches Genre du nimmst, steckt Ryan Gosling rein und er spielt diese Rolle perfekt. Aber La La Land war schauspielerisch zwar anspruchsvoll, aber vor allen Dingen auf der Seite von Emma Stone, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, in der Kategorie wird Casey Affleck von Manchester by the Sea gewinnen, weil er diese Traurigkeit, die dieser Film rüberbringen soll, unglaublich gut spielt. Okay, so, kommen wir zum absoluten Königsdisziplin. Oh ja. Wer Finale. Wird den Oscar für den besten Film einheimsen? Wir hatten uns zur Aufgabe gemacht, alle Filme vorher zu gucken. Haben wir geschafft. Alle 8 Filme sind gut. Verdammt. Kann man ehrlich sagen, ja. Das ist das erste Mal, dass ich sagen kann, bei der Oscarverleihung sind alle nominierten Filme gut. Bester Film, ihr werdet es kaum glauben. Wen sehe ich vorne? Natürlich La La Land. Jeder, der in dem Film war, wird sich gut unterhalten fühlen. Also die Story ist super gut erzählt. Man lacht, man weint. Man singt, man ja, freut sich. Es ist halt einfach wirklich ein sehr, sehr guter Film. Dementsprechend La La Land kriegen wir einen Oscar. Ja, ja, ja. Das war's dann von der Oscar-Prognose 2017. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Oscars. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Diese Sneak. Wir sind raus! Was machst du? Du musst diesen Arsch zeigen. Ja, genau, zeig mal jetzt. Zeig mal diesen Arsch.